Das ist Peter und Peter will seine erste Immobilie kaufen, aber er weiß nicht, wo er sie findet. Peter wohnt zur Miete und dann sage ich dir, Peter, hey, kauf doch einfach die Wohnung von deinem Vermieter ab. Also, dieses Video richtet sich an alle Mieter, die gerade viel Zeit haben während der Corona-Zeit, ja, viel zu Hause sind im Homeoffice und unter Umständen Interesse äußern, eine Immobilie zu kaufen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen zu suchen. Ein bisschen Diversifikation im Anlagenbereich, nicht nur Aktien, nicht nur Bargeld, nicht nur Gold, sondern auch mal vielleicht eine Immobilie sich ins Portfolio reinlegen. Da ist doch die Frage, warum nicht einfach die Wohnung, in der ich schon immer wohne? Weil die Wohnung als Mieter kennst du richtig gut, ja. Du weißt, okay, die Wohnung ist gut, das sind die Tücken, ich weiß Bescheid, ja. Wahrscheinlich kennst du die Wohnung sogar besser als der Eigentümer. Deswegen ist das eine sehr gute Grundvoraussetzung als auch Verhandlungsbasis, um hier ins Geschäft zu kommen. Manche Leute kommen in finanzielle Engpässe und das können unter Umständen Mieter sein. Wir haben jetzt auch schon den ersten Mieter, der die Miete nicht mehr bezahlt. Ja, das wird vielleicht noch ein bisschen zunehmen, aber ich denke, es wird in Deutschland überschaubar bleiben. Und andersrum gibt es aber wahrscheinlich auch Eigentümer, die anderweitig irgendwo in finanzielle Engpässe geraten und du bist Mieter von so einem. Und du bietest ihm den Kauf deiner Immobilie an, wo du drin wohnst, den Abkauf an, dann kann es schon gut sein, dass er ja sagt. Deswegen, wenn du eh Zeit hast und schon immer mal darüber nachgedacht hast, eine Immobilie zu kaufen, wäre das eine gute Chance, jetzt einfach mal den Preis zu berechnen von der Immobilie, in der du aktuell zur Miete wohnst. Ja? Einfach mal einen potenziellen Angebotspreis zu berechnen, erstmal einen Wert zu berechnen, dann einen Angebotspreis daraus abzuleiten und dann einfach mal den Vermieter anrufen und dann denkt er, oh, jetzt ruft er an und will bestimmt die Miete nicht mehr zahlen oder so. Dann sagst du einfach, hey, ich habe Interesse, die Wohnung zu kaufen. Und der Vorteil ist noch der Vermieter weiß ja noch gar nicht, dass du es vorhast und der Vermieter hat auch den Vertrieb gar nicht angestoßen. Das heißt, du hast alle Objekte, Unterlagen eh schon, also die meisten, kennst alle Zahlen schon, hast keinen Wettbewerb und hast alle Zeit der Welt, um das mit der Bank abzuklären, weil die Banken brauchen ja heutzutage eh ein bisschen länger, weil die Priorisierung ist nicht auf Finanzierungen für Immobilien gerade, sondern auf Unternehmensfinanzierung. Deswegen, wenn du Neukunde bist im Immobilienfinanzierungsbereich, kann es schon sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis du mal eine Finanzierung durchkriegst, also die erste. Wenn du schon Profi bist, geht es schneller und einfacher. Also Profis können natürlich auch jetzt, wenn sie zur Miete wohnen, einfach mal Angebot abgeben an die Vermieter. Aber wenn du die erste Immobilie kaufst, dann dauert das unter Umständen ein bisschen länger als normal. Und das zeige ich euch mal, wie der Peter mal seinen Preis kalkuliert von seiner Immobilie. Vielleicht macht er ja einen guten Deal, also ich schätze die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 20, also in 20 Mieter mal ein Angebot abgeben, dass einer ja sagt, deshalb why not, let's try, oder? Also bei uns ist ja auch so, wir geben auch öfters mal Angebote ab, die abgelehnt werden. Aber unter Umständen macht das natürlich schon Sinn, ein Angebot abzugeben. Jetzt mal angenommen, irgendjemand wohnt in einer Wohnung und bezahlt aktuell 500 Euro Kaltmiete. Neuvermietung wäre zum Beispiel 750 Euro. Das ist ja auch ein Potenzial, ein nicht ausgeschöpftes Potenzial, welches in der Wohnung liegt. Also der Vermieter könnte theoretisch die Miete anheben, macht es aber nicht oder Möglichkeiten bestehen bei einer Neuvermietung, aber wenn du nicht ausziehst, dann ist es nicht so einfach, wisst ihr ja alle. Und jetzt rechnen wir mal 750 Neuvermietungspotenzial. Ja. Der Vermieter, wenn die lädt, wird natürlich mit der Neuvermietungsthematik kalkulieren. Du als Mieter rechnest natürlich mit deiner Miete den Preis aus. Natürlich auch klar, weil dann hast du einen besseren Preis am Ende des Tages. So, ich sage ja immer 5,5% im Einkauf Minimum und dann kann man ein bisschen daraus entwickeln, so 5 bis 5,5%. Nehmen wir einfach mal jetzt die 5,5, also 500 Euro Kaltmiete. Davon 5,5%, das ist in einem Jahr 6.000. Im anderen Case, wenn es 750 sind, weil wären es 9.000, ich muss einen Taschenrechner nehmen, heute ist Ostern, ich habe ein bisschen mein Gehirn reduced,
Also 9000 Jahresmiete ist möglich. Dann kannst du die Wohnung, wenn du 6000 zahlst, 6000 Euro Miete im Jahr zahlst und 5% Rendite rückwärts rechnest, bist du bei 120.000. Bei 6% oder 5,5% wären es 109.000. Also das ist einfach die Jahresmiete geteilt durch die Rendite, dann ergibt sich der Kaufpreis bei einer gewissen Rendite, die du vorher annimmst. Also wenn das jetzt 5,5% sind, das ist etwa 109.000 Euro. Und bei der Neuvermietung bei 5% wären wir hier bei 180.000, ja. Bei 5,5% bei 163.000, ja. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Unterschied zu dem linken Fall, wodurch blende hier gleich das mal ein. Zu dem Fall, wenn du es deine Miete als Basis nimmst, als Kalkulationsgrundlage zum Neuvermietungsfall, dann bist du auf jeden Fall sehr hart im Gewinn. Falls du irgendwann ausziehst, kannst du natürlich mit dem Neuvermietungspreis kalkulieren und dementsprechend auch den Verkaufspreis optimieren. Ja? So ist es auf jeden Fall in dem Beispiel, wenn du es den linken Fall bietest, da würde ich jetzt so vorgehen. Mal mit 5,5%, dann rufst du einfach den Vermieter an, sagst, hallo mein Vermieter. Da ruft der Peter an. Da habe ich ein Peter-Telefon. Hallo Vermieter, ich würde Ihnen gerne die Immobilie abkaufen, in der ich aktuell wohne. Und dann sagt er, oh, hallo Herr Mieter, schön, dass Sie sich melden, frohe Ostern, bla bla. Ja, und dann, sind Sie da überhaupt bereit dazu? Und dann sagt er vielleicht nein. Und dann kannst du dir überlegen, ich biete einen Preis oder nicht. Wenn er ja sagt, dann sagst du halt einfach, okay, ist sehr interessant und so, lass uns doch mal zusammensetzen. Oder telefonisch geht es halt aktuell nur. Dann sagst du halt einfach deinen Preis. Also würde ich mal mit 109 einsteigen und halt auch über die Rendite kalkulieren. Kommt halt drauf an, nicht, dass er dann sagt, das Neuvermietungspotenzial ist höher. Und da sind wir dann halt bei 163 anstatt bei 109. Das wäre natürlich ein bisschen die Arschkarte, ja. Da musst du aufpassen, nicht, dass du dann die Rendite erwähnst und er dann sagt, ja, aber bei einer Neuvermietung ist das der Preis. Dann ist es schwierig. Deshalb muss man sich überlegen, ob man einfach nur einen Preis sagt, ohne eine Rendite zu erwähnen oder mit Rendite und dann halt vielleicht sich irgendwo in der Mitte zu treffen, dass man ein bisschen entgegenkommt dem Ganzen. Und ja. So kann man das ganz banal mal angehen. Vorbehaltlich natürlich des Objekts. Das Objekt muss ein gutes Objekt sein, also ein schönes Haus, das einen guten Zustand hat und nicht irgendwie irgendwelche Sonderumlagen anstehen. Dann reichen 5,5% nicht. Also wir haben auch eine Wohnung in einem Haus, da sind Sonderumlagen entstanden, die sind sehr hoch. Und die sind jetzt 200 oder 300 Euro im Monat zusätzliches Hausgeld, was wir 10 Jahre lang bezahlen müssen, ja. Und wenn du das da einkalkulierst, dann reichen 5,5% nicht. Deswegen muss man schauen, dass das Haus gut ist. Aber du hast ja beste Grundvoraussetzungen, wenn du der Mieter bist und deine Wohnung kaufst, in der du wohnst, dann hast du sehr gute Grundvoraussetzungen. Worauf muss man noch achten? Also die Quadratmeterpreise sollte man mal so im Blick auch haben. Also ich habe jetzt das Beispiel nur anhand der Miete gemacht. Und es gibt ja noch dann den Richtwert für Wohnfläche, kann man googeln in seiner Stadt. Und wenn die dann halt extrem abweicht, also die Quadratmeter mal die Wohnfläche und du rechnest das aus, du bietest zum Beispiel 109 und da kommt irgendwie 80.000 raus, dann ist auch 109 zu viel. Dann musst du klar über die Bodenpreise noch ein bisschen oder über die Wohnflächenpreise noch ein bisschen nachgeben. Aber wenn dann halt irgendwie 160 rauskommt, ja, wenn du in einer guten Lage, in einer guten Stadt oder in einer guten Metropolregion wohnst, ist es unter Umständen so, dann kannst du über die Rendite deinen Wohnungspreis ausrechnen. Wenn die Quadratmeterpreise halt viel drunter liegen, dann Finger weg und dann war das jetzt schön zum Lernen, das Video für dich, aber für ein konkretes Angebot reicht es dann einfach nicht. Wenn du in einer WG wohnst, kannst du auch trotzdem den Vermieter anrufen. Also viele Vermieter
von WGs sind genauso gesprächsbereit. Dann werden halt die anderen Mitbewohner deiner WG deine Untermieter. Ist auch kein Problem. Theoretisch alles machbar. Und dementsprechend wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg beim Kalkulieren von deinem Preis, von deiner Mietwohnung. Wenn du die nicht kaufen willst und einfach nur zum Spaß mal ausrechnen willst, hey, why not? Rechne einfach mal rückwärts den Wert aus. Da kannst du einiges dabei lernen. Und wenn du noch ein bisschen detaillierter rechnen willst, kannst du meine Excel nutzen, meine Kalkulations-Excel, und da trägst du einfach mal die Sachen ein, wie teuer die Wohnung ist, rückwärts gerechnet. Und dementsprechend kannst du dann auch noch ein bisschen mehr sehen. Also wie viel Bankrate muss ich zahlen, wie viel Tilgung, wie viel Zinsen wirken sich da auf den Monat aus. Vielleicht hast du dann irgendwie auch die Möglichkeit, mit der monatlichen Rate, welche du abführen müsst an die Bank, plus die Nebenkosten für die Hausverwaltung, die halt nicht umlegbar sind auf den Mieter, weil die kommen ja jetzt noch bei dir dazu, wenn du Eigentümer wirst, hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, dass deine monatliche Belastung niedriger ist als die Miete. Das kann natürlich auch ein Case sein. Also wenn du einfach das kaufst, monatlich die Belastung abnimmt, wenn du es finanzierst, kann es günstiger sein, wenn du bar bezahlst. Kann es natürlich auch vielleicht ein Case sein, dass du die Wohnung eine Zeit lang selber bewohnst als Eigennutzer, um die dann nach einer relativ kurzen Zeit steuerfrei weiter zu veräußern. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn du Eigennutzer bist. Aber das klärst bitte mit deinem Steuerberater ab, wie da die Randbedingungen sind, wie lange du da wohnen musst und was du darfst, was du nicht darfst. Da gibt es ein paar Spielregeln, aber grundsätzlich ist es möglich. Lass mal sagen, du kaufst die Wohnung jetzt raus für 120.000 von deinem Vermieter an dich. Du ziehst da ein, wohnst eine Weile drin und verkaufst sie weiter für 180 nach 3-4 Jahren, weil der Wert halt jetzt schon relativ hoch war. Aber du hast einfach gut verhandelt über deine Verhandlungsgrundlagen, die du hattest. Dann hast du halt einfach 60.000 Euro Gewinn, die unter Umständen, wenn du alles beachtest, steuerfrei sind. Einfach 60.000, zack, aufs Konto. Und das ist auf jeden Fall eine Menge Geld, klar. Also wenn jetzt einer sagt, ja, ich verdiene ja 60.000 im Jahr brutto, ja, dann musst du mal schauen, wie lange braucht ein Mensch, der 60.000 Euro brutto im Jahr verdient, bis er wirklich 60.000 Euro Erspartes bar auf dem Konto hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es ist einfach nicht leicht. Und wenn man so eine Sache nebenher laufen hat, neben seinem ganz normalen Lebensweg, neben seinem Job, neben seiner Tätigkeit und einfach mal so noch nebenher 60er macht, einfach so, das ist auf jeden Fall was man nicht vernachlässigen darf und auch auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Oder Peter war jetzt gar nicht richtig im Bild. Und dementsprechend würde ich euch wirklich empfehlen, allen einfach mal den Preis zu berechnen, ein Angebot abzugeben, und wenn ihr wollt, ich habe ja gerade auch ein bisschen mehr Zeit als normal. Wenn ihr wollt, dann berechnet mal einfach euren Preis, schickt mir mal eure Kalkulation rüber und sagt mir mal, welches Angebot ihr abgeben wollt an euren Vermieter. Dann kann ich mal drüber schauen und sage einfach, jo, passt, passt nicht, würde ich abgeben, würde ich nicht abgeben. Ich gebe gerne meinen Senf dazu ab. Was du dazu machst am Ende des Tages, ist dir überlassen. Schreib einfach mir eine Mail mit dem Input, was du bieten willst, und ideal wäre es natürlich, wenn du einfach die Excel dir runterlädst, deine Sachen einträgst und mir dann die Excel zuschickst mit einer Mail, kurze Beschreibung, Erklärung zu deiner Immobilie, und dann schickst du mir die Datei zu, ausgefüllt mit deinen Kennzahlen, dann gebe ich meinen Senf dazu ab und du kannst entscheiden, ob du Angebot abgibst oder nicht. Selbst wenn du das Angebot abgibst und der sagt ja, kannst du ja immer noch nein sagen, ja, du bist ja ziemlich frei in dem, was du tust, in diesem Vorgehen, und dementsprechend kann es ein guter Deal werden.